Ja, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Altes Live. Yo, mein Name ist Willy Wonka und das hier ist Krawalti. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode. Ja, letzte Folge haben wir ja jemanden angezeigt, der uns zugleich beleidigt hat und dann uns noch auch sexuell belästigt hat. Ich meine, was ist denn los in dieser Welt, Lori? Ja, du hast halt einen attraktiven Körper, das ist normal. Ja, du auch, ey, muss ich ganz ehrlich sagen, ey. So, der Hammerschlag uns erstmal an die Beine springt, ist ja völlig, das ist ja legitim. Das ist prima, prima Kolonia. Oh, da kommt ein Auto. So, wir müssen zum ATM, denn wir wollen ja Pakete ausliefern. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es ja so ist, dass es hier ein Charakterwipe gab. Also alles wurde zurückgesetzt. Man muss jetzt viel tun, um eben sein Leben leben zu können. Und man fängt wirklich bei Null an. Auch die Rebellen, alle müssen sich alles neu erarbeiten. Finde ich in einer Hinsicht gut, in einer Hinsicht schlecht. Ich denke mir, schlecht halt für erfahrene Spieler, die wirklich ewig lang gespielt haben und jetzt alles verloren haben. Aber gut, jeder hat eine neue Chance. Also wenn du jetzt sagst, ich will Altes Live spielen, dann kann ich euch diesen Server natürlich empfehlen. Und plus die Tatsache, dass ihr wirklich hier alle bei Null anfangt. Das finde ich eine gute Sache. Curry, ich hole 20.000 ab, ja? Was soll ich denn holen? Wir müssen auch noch zum Markt dann, ne? Ja, hol auch mal 20.000 ab. Dann bezahle ich die Karre. Ich weiß ja nicht, was es kostet zu mieten. Oh, wir brauchen einen Führerschein, kann das sein? Stimmt. Da war ja was, aber erstmal deaktiviere ich den Sidechat. Ja, oh ja, da sagst du was. Sidechat-Settings off. So. Aber wo ist denn, ist hier ein Bürgeramt in der Nähe denn überhaupt? Ja, ja, hier haben wir ein Bürgeramt, ja. Wo denn? Da. Oh, dann rechts, müssen wir da direkt immer. Aber da 186 Meter. Hast du nie einen Führerschein gehabt? Doch. Doch, wir hatten doch einen Führerschein, oder nicht? Hast du den nicht? Ach, wir haben ja einen Wipe gehabt. Ja, klar. Das ist ja jetzt klar, wieder zurückgesetzt, ne? Mann! Ja, bei der Sie gibt es ja auch bald einen Wipe. Am kommenden Mittwoch, da kommt nämlich das brandneue Update 057. Da gibt's auch ja, brandneu, DayZ ohne Zombies, ey, geil. Ja, das ist... Hier, guck mal hier. Hä? Ist das hier das Haus oder was? Ja, ich glaube, das ist richtig. Glaub mal. Hallo? Alter, ich werde da jemand zu Hause? Hier, da steht jemand. Hier ist eine Tafel. Oh, guck mal, die Stadt spart aber, ne? Was haben wir denn heute? Wie kann ich denn Führerschein 1000? Hab ich. Warte mal, wollen wir auch einen Bootführerschein holen? Bootführerschein? Wofür brauchst du ein Boot? Ja, wenn wir. Oh, guck mal, die Hausbesitzerlizenz kostet eine halbe Million. Dann können wir. Ich habe einen Bootschein geholt. Hast du geholt? Ja, das reicht. Ja. Weil dann können wir nämlich auch angeln gehen und ein bisschen so Geld machen, ne? Oh, angeln. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder ein Auto. Das ist wieder hin und her, das ist hin und her gelaufen. Aber das ist so, Curry. Ja, ja, ich weiß, das ist normal. Ist ja im wahren Leben doch auch so, da musst du ja auch von A nach B, wenn du irgendwas erledigen willst. Ne? Da sei nur i. So. Ich sehe da nur hin springen, ey. So, ein Auto wollen wir uns besorgen. Dann schauen wir mal, was man hier macht. Ich will was Vernünftiges haben, ne? Ein vernünftiges Alter. Auto. Huch. Da war ich auch mal kurz weg. Curry, was hast du gesagt? Ein vernünftiges Auto möchte ich haben. Ich hoffe jetzt, dass ich noch Dings habe. Was soll ich, was kostet? Was? Was denn? Alter, was denn? Mietpreis? Was? Limousine 20.000? Warum ist denn das so teuer, Mann? Hast du Geld gerade, hast du gerade noch 3.000 auf Hand? Kannst du mir das geben? Aber es geht wieder mit geben, nicht, ne? Doch, du musst auf User-Umgebung aktualisieren machen, dann kannst du mir Geld geben. Okay. Dann Willi Weber, Wagen. 3.000. Ja, mieten, das ist ja nix. Hast du? Ja. Ja, warte. Welche Farbe möchte der Herr? Mir ist das egal. Ich hab eine schöne Farbe. Hauptsache, es knallt. Ich hab nicht genügend Geld. Es fehlen... Du hast mir doch Geld gegeben, oder nicht? 3.000. Ja, ist das jetzt auf deinem Konto, oder was? Nee. Du musst auf User... Du musst auch auf Geben drücken, ne? Ja, ist mir klar. You gave 3.000 to Willy Weber. Ah, jetzt! Es dauert nur 12 Stunden wahrscheinlich. Ah, jetzt habe ich die auf der Flosse. Warte mal. Sollen uns mal so ein Donator-Account immer an die Säcke. Okay, mieten. Boah! Wo ist der? Yo. Geil! Boah, Alter, voll die... Schönen Gelb, warte, mach ich auch mal ein Foto von, ne? Richtig durchgepopelt, die Karre. Pass auf, warte. Da muss ich auch mal ein Foto machen, hast du recht. Stell dich doch mal so richtig wie so ein Promi davor, Curry. Ja, so, ja, warte, ich mach nur eben ein Foto. Bleib mal stehen. Oh, ist das schön, ne? Ist das schön. Stell dich mal davor. Alles klar. Wie hättest du denn gern? So schön. So? Einfach nichts machen. Ob du nie was anderes getan hättest. Okay, gut. Prima. Okay, komm rein da. Willst du fahren? Ja, du fährst. Denk dran, wir müssen noch zum Markt, ne? Wir müssen noch einkaufen bei Penny da. Okay, Deutsche und Albaner können wir gerne hinfahren, wenn du willst. Ja, da gibt's dann Klamotten, ne? Elektroladen. Aber ob wir die jetzt brauchen, ist halt die Frage. Die brauchen wir nicht unbedingt, aber wir brauchen, glaube ich, einen Rucksack. Also der ist nicht schlecht. Warte mal. Ja, ja. Ja, dann lass doch erstmal zum Markt fahren, oder? Ja, ja. Können wir gerne machen. Hast du das Navi an? Navi ist an.
Sehr gut. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch einen Werkzeugkasten, sagt ihr jetzt schon mal. Jetzt hat ja, ne? Ja, ja, ich weiß ja noch, als wir Quad gefahren sind, ey. Ich dachte, du sagst jetzt, als wir knattern waren. Ja. Hab ja gesagt, bleibt unter uns. War kurz davor, aber... Ja. Warum steht das Auto da? Was macht das die ganze Zeit? Also da stehen, dann parken wir dahinter. So. Ja, wir müssen ja noch 55 Meter fahren. Nee, hier ist er doch. Was ist denn hier? Hier ist halt der Markt. Nee, jetzt bist du beim Elektroladen bist du. Oh. Aber lass mal kurz gucken, was man hier kaufen kann. Nee, nicht die Kopfhörer. Da sind sogar zwei Leute drin. Hey, was ist das denn? Denn? Da liegt ein Toter im Auto. Was, warum liegt da ein Toter im Auto? Hallo? Ach, der schläft. Warum hat er sich denn zugesaut da mit roter Farbe oder was ist das? Wir haben nichts gesehen. Für $2,000 behalten wir das für uns und rufen nicht die Polizei. Ich verstehe den nicht. Ach, lass doch sein. Okay, gut. Vielen schönen Tag noch. Vielen schönen Tag. Jetzt sind wir schon wieder beim Lizenz. Wo rennst du denn hin hier? Wo muss ich hin, Curry? Hier runter. Da hinten. Ja, dann glaub... So. Hast du das Auto auch abgeschlossen, ja? Ja, ich komm. Sehr gut. Market. So, ich kaufe ein... Alter, der braust da vorbei, ey. Wie der Pilot, so. Alter, als wir vom Hamburg gelandet Wasser sind. Wasser vom Hamburg, ey. Oh, scheiße, kannst du mir noch ein bisschen Geld geben, Curry? Alter, Red Gold kostet 10.000? Was ist hier los? Was haben die denn geschluckt, Alter? Oder warte mal, wo ist der ATM hier? Soll ich da jetzt echt nochmal hingehen? Ist die aus Gold, die Dose, oder was? Kannst du mir was geben, Curry, oder soll ich zum ATM gehen nochmal? Ja, ich kaufe mir erstmal gerade was zu essen hier. Da kannst du mir Essen geben. Ich kann dir was geben. Genau, dann kauf mal ein bisschen was zu trinken, was zu essen, was zum Friesen für unsere Tour heute. Uah. Willi Beber, soll ich dir denn geben? Bisschen Kaninchenfleisch hier? Ja, pfeffer mal rüber da. Zack. Oh, ein bisschen Wasser haben wir auch noch dabei. Wunderschön, schmecker lecker. Okay, dann wieder ab zum Wagen. Okay, wo geht's hin? Gehen wir jetzt zum Paketdienst? Wir gehen jetzt zum Paketdienst. Nee, wir brauchen dafür keinen Rucksack, oder? Weiß ich nicht. Quatsch. Vielleicht müssen wir das Paket mitnehmen. Ja, Kofferraum. So. Yep. Okay, wie lange müssen wir denn... Okay, ich markiere mir das mal. Fahren? Ich guck mal gerade, wo wir hinfahren müssen. Einfach die Küste runter. Oh, 2, ja, Alter, das schön, ist aber schon Roadtrip. Ja, 2,6 ja. Kilometer, Alter. Ja, es fehlt mir aber gerade ein bisschen das Radio, so, weißt du? Geil, was ist das denn für ein Sender? Indisch. Jetzt kommt gleich wieder. Hier los, Curry. So, wir fahren da jetzt rüber, Curry, Mann. Ich fahr schon im 8. Gang. Warum ist hier keine Straße? Hast du hier auch kaum so... Ich hab hier gar nichts. Alles? Ist das, sollen wir hier lang? Weiß ich nicht, wie kommen wir denn darüber jetzt? Ja, irgendwann muss er. Ja, das ist einfach nur See oder so. Dann einfach mitten in der Pampa. Da muss aber eine Stadt ausgesucht, Mann. Meine 90 Luftballon. Alles okay? Überm Horizont. Los mit dir, Mann. Für Kometen aus dem All. Was ist das? Ach so, das ist ein Baum da hinten. Guck mal, ein Spiel. Ist das ein Spielplatz? Alter, da ist Wasser, was machst du denn? Wo ist Wasser? Hier links. Alter, ich sehe nix. Felsen. Manchmal habe ich einfach so schwarze. Alter, ich komme da mit dem Fuß immer gegen das Kabel. Ich sehe nichts. Pass auf. Ja, ah. Mann, schön. Guck mal, ist das Fass wieder, was immer so grinst. So, das haben wir mal abgeschossen, aber es war ein anderes. Ja, das so, war hier kannst du auf Straße bleiben. Hier kannst du auf Straße bleiben. Gut Deutsch, Curry. Aufe Straße, aufe, weißt du? Das Uff, hier passt. Aufe Straße, Mann. Also solltet ihr im Video immer so schwarzen, bunten, schwarzen Bildschirm haben, dann du weißt. Fehler. Dann du weißt. Pass auf, da kommen Felsen. Ja. Ja, du hast letztens auch ja gesagt, da haben wir vorne zwei Reifen weg. Konnten eine halbe Stunde im Wald rennen. Nee, renn nicht mal. Ja, dann hast du mir die Beine geschossen. Oh. Feine Ego-Perspektive, so. Mann. Ja, schön, das freut mich. Guck mal, da vorne jump ich jetzt mega rüber, Mann. Ja, das wird bestimmt toll. Das Auto überlebt das locker. Okay, wir schießen Wetten ab. Ich sag, wir schaffen es. Und du? Nein. Okay. Doch, wir schaffen das. Wir sind nämlich sehr langsam. Nein, du hast nein gesagt. Wow, verloren. Mega Sprung, ey. 1,3 Kilometer. 99 Currywurst. Puri Puri! Oh nein, Puri. Puri Puri! Der Kukudet Guy! Puri Puri! Okay, 900 Meter. Ich glaube, die Sonne tut uns nicht gut.
Nee, guck mal, ich glaube auch nicht. Hier ist die Wohnung von Bronzi. hier ist eine Wand. Ja. Nee. Ist das dein Ernst? Nee, ist doch gut. Ich hab nur ein Licht verloren, oder? Alle Reifen sind noch da. Alles gut. Oh. Paul Alles Walker ist gut. Wurde von Oberkommissar Dexter getötet. Oh, das ist aber sehr makaber hier. Spieler Wolfsrudel Madhead getrennt. Madhead. Da vorne kommt ein Zaun. Warum heuern wir nie bei der Polizei? Warum heuern wir nie bei der Polizei an, wir beide? Ja, vielleicht kommt das ja immer irgendwann. Meinst du, wir dürfen mal einmal als Officer tätig werden in dieser Werft? Einmal den Taser in der Hand halten, ist doch ganz lustig. Oh. Nicht das Schwert. Mado, Dori. 500 Meter noch. Ja. Ach ja, während wir hier schon mal einen kleinen Plausch machen. Der Currywürstel ist genau... Warte mal, wann kommt denn die Folge heute? Ich weiß. Genau, kommt, der ist genau heute bei uns, bei mir. Ja, und wenn ihr diese Folge seht... Beim Wert zu Gast. 13.15 auf WDR. Nee, da, seht ihr, der Curry und ich und viele andere sind heute nochmal Fußball spielen. Oh ja. Für euch, ja. Für die 150. FIFA-Folge. Und wer nichts verpassen will, einfach mal auf dem Videokanal gucken. Da gibt es schon wahrscheinlich den ein oder anderen Teaser. Spätestens morgen. So, ich bin gespannt. Wir wollen auch Arsch schießen und so weiter. Der Bronze hat schon gesagt, das ist richtig geil. Ja. Sind wir jetzt richtig? Was machst du denn? Du musst hier hoch. Wir müssen zur Halle da. Eine Halle. Ja, hier rechts. Halle. Hier ist ja so ein kleines Flugfeld. Ja, der ist ja DHL da oben. Das DHL-Flugfeld. Boah. Oh, guck mal, hier ist echt ein Flugfeld. Ja, ja. Können wir hier gar nichts machen, pass auf. Ey, wie geil wäre das bitte, wenn wir so mit dem Flieger fliegen müssten jetzt? Ja, liebe Server-Admins, ihr habt gehört, was ihr machen müsst. Okay, das ist der Hammer, ey. Kann ich aussteigen? Jo. Auto abschließen, bitte. So, machen wir mal die Tür hier oben. Öffnen. Hallo. Upsala. Und jetzt? Alter, Spieler! Wie Spieler? Was laberst du? Bin tot. Nein, wollte ich nur ärgern. So. Ja, was machen wir jetzt hier? Hä? Ey. Was ist das denn hier? Hä? Ist hier kein Schild? Bin ich jetzt bescheuert? Bist du völlig umsonst hingefahren, oder was? Warte mal, hier muss doch irgendwo ein Schild sein. Kannst du mir jetzt nicht erzählen, oder? Warte mal, Curry, lass uns mal genau gucken. Hier muss irgendwo ein Schild sein. Vielleicht in der Bullingkugel da hinten? Das müsste Paketzentrum. Das ist nur das Paketzentrum. Was heißt denn das? Ist ja toll, ne? Was heißt denn Paketzentrum? Hä? Ich dachte, hier kann man... Mann. Sind wir jetzt umsonst hier hingefahren? Nach draußen? Ist das dein Ernst? Was ist denn die nächste Stadt hier? Ja, die nächste Stadt. Wir könnten noch den verrückten Wissenschaftler besuchen, aber ich weiß nicht, was der macht. Ja, auch nicht, ey. So, da wir, hier zum, wir können auch hier nach Dings hinfahren. Nach, Paros. Nach was? Achso. Zari. Zari, okay. Dann, komm, dann jump mal rein hier. Ach Mann, oder gut, wir haben es noch nicht gesehen, das Schild. Warte mal, vielleicht gibt es hier ein Schild hier. Nee, ist nur Paketzentrum. Ja, ja, warte. Nee, hier ist nix. Fahr mal kurz hier rum und guck mal. Hier sind nur Hasen, Mann. Alter, was ist mit meinem Auto los? Ja, was denn? Vielleicht ein Linksknick. Komm. Steig ein. Ich steig ein. So. Los geht's. Bei der Kugel ist der verrückte Wissenschaftler, aber ich weiß nicht, was der macht. Guck nochmal hier in der Halle. Ich glaube nicht, dass da was ist. Mann. Ja, was hat denn das für einen Sinn dann? Muss man da die Pakete dann hinbringen oder was? Weiß ich nicht. Vielleicht hat man zum Briefkasten gemusst. Scheiße. Hier ist ein Truck. Ein kaputter. Und da ist der verrückte Wissenschaftler. Was kann man da machen? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ich weiß nur, dass er in der Kuppel wohnt. Okay, wir gucken, was er da macht. Ach, Curry. Hallo? Was ist das denn hier? Ach. Alter, ich habe schon wieder ein schwarzes Bild. Ich glaube, das ist die Elgato immer. Hallo? Steht hier erst mein Haus. Hä? Oh, ich habe so ein Krisselbild. Ah, das ist die Elgato. Oh, ey. Oh, Mann. Oh, hallo? Alter. Was soll man mit dem machen? Ja, Leute, es tut mir leid, die Qualität vom Video ist gerade eine Katastrophe. Man kann hier was kaufen angeblich, aber irgendwie... Deswegen mache ich mal kurz hier einen Schnitt für ein paar Sekunden. Okay. Sorry, und dann geht's weiter. Die Elgato, die hat gerade irgendwie ein Problem, ihr kennt das ja. Bis gleich. Jo. Ist richtig heiß. So. Okay, 2 Kilometer haben wir noch vor uns. Lass es dir schmecken. Danke. Das geht runter wie Öl. Ja, aber so. Und der Server ist auch wieder voll. Guckt euch das mal an. Prall gefüllt. Prall gefüllt mit tollen Sachen, die dein Leben leichter machen. Hinein ins Weekend Curry. Werbung, ey, die kenn ich auch noch.
Was war das immer für eine Werbung? Ach, diese Danone, ne? Danone Zockjoghurt. Ah. Oh. Links, bitte! Jo. Wo sind wir denn gerade hier? Warte mal, ich guck mal. Alter. Das ist noch nicht die Stadt. Nö, nö, ich guck gerade nur, wo wir sind. Man kann ja mal ein bisschen Zeit ziehen, Mann. Wir sind gerade in Irisia. Schön, oh, so weit schön. Ist das aber gar nicht. Jetzt fahren wir gleich an der Bananenplantage vorbei. Ja, fahren wir nicht ein bisschen falsch hier? Oder nee, nee, fahren wir zur Bananenplantage. Können wir da was machen? Ich weiß ja nicht, wo die ist. Die nächste rein. Hier rechts, oder was? Ja. So, und dann die nächste nochmal rechts und dann müssten wir da sein. Bei der Bananenplantage, ja? Ja. Boah, ich brauche mal unbedingt ein Navi, ey. So ein GPS-Ding. Also ich wollte hier was einstellen, warte mal. So, und jetzt? So, hier, so, stopp mal, hier ist die Bananenplantage. Warte mal, stell mal aus. Kann man jetzt hier Bananen pflücken, oder was? Ja, wie geht das? Da brauchen wir wahrscheinlich eine Lizenz für, pass auf. Kann man keine Bananen, kann man nichts pflücken. Mann, ey, ich muss das hier noch richtig einstellen, so. Ah, doch, stimmt, besser. Wir sind da. Aber wir können hier nicht pflücken. Hier wird man, komm, such mich. Hey, wir brauchen wahrscheinlich die Lizenz dafür, haben wir nicht. Oder einen Rucksack. Nee, das glaube ich nicht. Egal, komm, wir müssen weiter, wir haben ein Ziel. Das stimmt, so. Bist du schon im Auto? Ich komme, ich komme. Ja, komm, es ran auf den Meter. Vielleicht treffen wir ja jemanden da. Da ist Tommy Hilliger. Tommy Hilliger. Alles klar. Oh, ja, natürlich. Sollte schon jemand fahren. Also wir könnten ja, pass auf, ich hätte einen Deal, was wir machen können. Wir fahren jetzt nach Zaros. Mhm. Und dann machen wir, guck mal, da gibt es einen Waffenladen. Vielleicht kann man ja eine Pistole oder so kaufen. Ja, aber nicht mit unserem Geld. Wahrscheinlich brauchen wir eh erstmal einen Waffenschein, oder? Ja, das kann sein. Und dann gehen wir beim Apfelfeld ein bisschen Geld verdienen, oder? Wir müssen ja erst sowas machen. Muss ich ja hochwerkeln hier. Genau. So, und dann können wir mal gucken, wo ist denn hier... Hier keine Rebellenstadt mehr? Ich weiß es nicht, aber doch, denke ich mal doch, schon, hier oder? Oben. Boah, Alter, die ist ganz weit oben, das ist... Wie heißt sie denn? Hallo, ist der... Hatira, ne, warte mal, hier gibt es keine Rebellenstadt mehr. Was ist das hier? Ich glaube nicht, dass sie die weggemacht haben. Also hier, das wäre traurig. Nö, ich sehe die nicht mehr, oder ich bin jetzt blöd. Nö, hier gibt es keine Rebellen. Was ist das hier? Was ist die Rebellen? Ach doch, Silent Hill gibt es noch. Ah, okay, ich wollte schon sagen. Wie weit ist denn das von uns? Oh, das ist ein ganzes Stück. Ja, ja, wir müssen einmal rum dann, quasi. Obwohl, nee, wir sind schon oben auf der Hälfte. So, wir sind gleich da. Wo wollen wir denn hier hinfahren? In der Stadt? Fahr erstmal Rucksack besorgen. Rucksack. Gib mir hier ein Bekleidungsladen. Oder ein ATM wäre gut. Ein ATM wäre gut erstmal. Dann schauen wir mal. Warte mal. Ich guck mal. ATM ist da oben. Ja, fahr mal zum ATM. Wie viel Tank haben wir eigentlich noch? Oh, Alter, was ist das denn für ein Truck? Boah. Der zieht durch, Alter. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch genug. Also ist fast voll noch. Ein energiesparsames Auto. Sehr. Oh, guck mal, ein Fußballplatz. Da sind wir gerade drauf, Curry. Curry, Kopfball! Tor! So, warte mal. Ab zum weißt du, wo der ATM ist? Ja, hier. Hier rein jetzt. Links bitte. Boah, Alter, was ist da denn hier? Rechts bitte. Oh, Curry hat einen Baum umgefahren. Rechts bitte. Upsala. Ist das eng hier? Und nochmal links. Und nochmal links. Jawohl. Und da sind wir auch schon. Dann is it. Okay, stopp. Dann is it. So. Dann hol dir mal ein bisschen was zum... Ja, ich hab da fast gar nichts mehr drauf. Ich hab noch 32.000. Oh, ich hab da noch 29.000 drauf. Okay, hol dir auch nochmal 20.000. Dann holen wir uns jetzt Rucksäcke und so. Und dann... Pass mal auf, der kostet jetzt 30.000, der Rucksack. Boah. Alles klar. Da müssen wir wahrscheinlich. Wo kann man, aber Tommy Hillinger, ne? Ja, denke ich mal, ja. Ja. Okay. Dann machen wir das doch in dieser Folge noch. Weil der Tommy hat gute Ware. Der Tommy, das ist ein prima Typ. Ob da auch eine rote Kappe auf einmal lese. Ich weiß nicht. Das wäre jetzt aber lustig. Oh, guck mal, eine Palme. Ah, das ist einfach nur ein Schild. Mal. Tommy ist ein Schild. Wie ist auch immer das. Achso, ich muss das Auto abschießen. Ich muss immer die Schüsse geben. Okay, ach, jetzt sind wir plötzlich bei Bruce. Was ist denn jetzt los, ey? Erst okay. Tommy und dann Bruce. Können sich jemand entscheiden hier oder was? Der Rucksack, was kostet ein Rucksack? Boah, 20.000, Alter, ey. Was? Da war ich ja mit meinen 30.000 gar nicht mal so weit weg.
Guck mal, ein großer Rucksack kostet 25.000. Ja, ja. Wir müssen uns echt einen billigen Rucksack holen. Ich glaube, ein Feldpack reicht eigentlich schon. Ja, aber wir müssen ja ein bisschen was pflücken, ne? Sonst kommt es ja nicht voran. Oder willst du echt, willst du dir vielleicht den Seesack kaufen? Den Seesack, ja. Ja, aber es sind halt 20.000, halt, ne? Ja, komm, wir kaufen den Seesack. Boah, Alter, ey. Dreh mal Arm. So fühlt sich das also an, wenn man looten muss. Okay, und dann müssen wir jetzt Äpfel pflücken. Schön. Ja, und wo gibt's die? In der Folge machen wir das noch. Wo gibt's die denn? Weil wir so lange gefahren sind. Ich markiere. Alles klar. Ich hoffe mal, die sind nicht so weit weg. Ach, da, nee, 300 da oben Meter. Ist ein Pfirsichfeld. Das war das wahrscheinlich, ne? Was bringt denn mehr, Äpfel oder Pfirsich? Oder tut sich wahrscheinlich gar nichts, ich bin, ne? Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen schon so ein kleines Startkapital. Ja, ja, aber Pfirsichfeld ist schon ein bisschen, also fügst du ewig, ne? Wir müssen es halt hocharbeiten. Weil ja, das ist halt zur Zeit so. Dann mehr abmachen können. Aber ist natürlich dann die Langzeitmotivation fürs Let's Play ganz cool. So, warte, wir müssen hier hoch. Den wieder hoch. Wie hier hoch? Hier ist ein Berg. Ist was hast du denn markiert, Alter? Alter, da schießt jemand, Mann. Wir haben nichts damit zu tun. Hier hochfahren. Ja, wir kommen gut voran. Oh, oh. Wir fahren 9 km/h, 8. Nein, nein, ein bisschen schräg. Jetzt geht's gleich runter. Nur einmal über den Hubbel hier, dann haben wir es geschafft. Komm, schieb an. Ich schaff es noch. Wir hätten da gerade so geschossen, Alter. Das war ja nur so. Auch mal interessieren, ne? Aber es war nicht auf uns. Ich weiß noch, wo wir alte Veteranen waren. Pass auf, an der guten alten Todeskurve. Oh ja, das war so toll. Den Major noch. Ah, komm. 3 km/h, 4 km/h, 3. Oh. Ja, komm, du musst doch hier fahren können, Alter. Kann ich fahren, geht ich fahr wieder runter, oder nicht? Ich drück sogar Shift. Jetzt geht's runter, komm. Du musst aber gleich wieder links. Oh, Hubbel! Alles gut, hab die Kiste richtig unter Kontrolle. Ja, ja, pass mal auf, hier unter Kontrolle. Boah, voll die Safari hier, so voll der Trip. Hier, wir sind da, boah. Richtig? Ja, hier müsste eigentlich ein Apfelfeld sein. Wir sind mitten im Apfelfeld, Alter, hier muss ein Apfelfeld. Okay, aussteigen. Können wir jetzt pflücken hier, oder was? Wie machen wir das denn gut. Jetzt? Ich kann nicht pflücken. Kannst du an die Bäume, muss man an die Bäume? Warte, da vorne, oder was? Wo denn, wo bist du? Kann doch nicht sein. Ich kann den hier so die Kackäpfel pflücken. Die Büsche vielleicht? Hä? Ne, nix. Apfelfeld. Steht doch Apfelfeld. Ja, wieso oder kann ist man das oben? Muss man hier hoch? Warte mal, ich geh mal hier hoch. Merk dir mal, wo unser Auto steht. Ja, ja. Apfelfeld, toll. Keine Äpfel und nix. Soll der Scheiß, Mann. Aber ihr habt einen Hammer-Ausblick, ey, muss ich jetzt sagen. Okay, warte mal hier oben. Hier ist einfach gar nix. Man kann sich hier nix pflücken. Oder wir sind zu doof dafür. Ja, was soll man denn machen? Sein? Brauchen wir vielleicht ein Werkzeug dafür, oder was? Ja, was denn? Für einen Äpfelpflücken ein Werkzeug? Ein Apfelpflücker oder so. Naja, hier machen wir hier ein Folgenbäuschen, ja. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir machen. Vielleicht spielen wir in der nächsten Folge endlich mal Sanitäter. Vielleicht haben wir Glück und die Sanitäter sind jetzt endlich auf dem Server da. Ich würde mich mega freuen. Auf jeden Fall eine chaotische Sache. Das Ding ist, wir haben unser Auto nur gemietet. Das heißt, in den nächsten Folgen haben wir nicht mal ein Auto mehr. Boah, das wird richtig krass. Aber wir werden uns auf jeden Fall hocharbeiten. Vielleicht können wir als Sanitäter ein bisschen Geld machen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis zur nächsten Episode. Auch wenn diese Folge ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen durchwachsen war. Hat es dennoch Spaß gemacht. Bis dahin, danke. Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Bye, bye.